Und da kommen sie runtergebotzelt, die Rüben. Achso, während der Fahrt geht nicht, oder was? Muss nur näher rankommen. Dann fahre ich die übers Schneidewerk, Mann. Oder übers Sammelwerk. Das ist die Server-Map. Ich guck gleich mal. Du kannst ja eh eine Runde eben alleine fahren, bis du voll bist, ne? Ja. Das hatten die anderen ja auch, genau. Das funktioniert bei den anderen noch nicht, ne? Ja, bei uns funktioniert. Das ist cool, ja. Ich finde, so ein Ding finde ich dann schon ein nettes Gimmick. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Seiten, die müssen wir dann auch noch überall mit angeben, ne, dass sie die Spieler draufklicken können, immer weitergeben. Bitte? Immer weitergeben. Und die Menüs musst du uns dann nachher irgendwie erklären halt, ne? Welche Menüs? Ja, falls du mal nicht da bist, muss ja auch ein anderer irgendwie das bedienen. Achso, ja, diesen Server-Manager, ja klar. Sepp, 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 mach die Augen auf. Ich dachte, du fährst geradeaus. Oh, da kommen aber einiges an Rüben zusammen. Der Hänger ist ja schon 51%. Ja. Ist auch ein großes Feld, ne? Stopp! Der Tempomat ist auf Vollgas. Boah, ich bracker da voll in den Zaun rein, ey. Das sagt nicht, ey. Ingo, live wie ihr lebt. Fährt überall rein. Mann, 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 ey. Der Ruckeln ist weg. Deswegen musst du überall reinfahren, ja? Erstmal anteste. Mitten beim Aufladen und er haut voll die Handbremse rein und zieht zurück. Ja, der John Deere ist aber auch hübsch. Kannst nichts sagen, Eng. Sepp, Mann, was stimmt mit dir heute nicht? Warum fährst du mit dauernd in die Karre rein? Ah, Hitzeschock und so. Das Ding hier ist noch ohne Klimaanlage. Wo soll der Kram am besten hin? Ins Rümlager? Ich verkaufe das dann nahe. Im großen Stil. Ich muss da erst gucken, wo die Preise am besten sind. So, einmal voll. Schöner Hänger. Aber wenn man so gute Sachen hat, dann macht das auch vielleicht fünfmal so viel Spaß, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir verdienen uns den neuen Drescher. Ich war mal gespannt, wie das Ding wirkt. Ich hab's ja noch nicht gesehen. Ja, schön, das Ruckeln ist weg. Wunderbar. Warum hier die Gimmelmaschinen als Mod, wer das Schneidewerk hier größer ist. Ansonsten hat man nur einmal die Fahrzeugbreite als Schneidewerk und da würde man sich bei so einem Feld totfahren. Naja. Auf dem Fortuna-Hänger, der macht mir auch Spaß, der sieht toll aus.
Ja, da ich warte hier vorne, kannst du eben der schütten, ne? Schaffst du das noch? Ja, klar, ich bin erst zu 30% voll. Ah, alles klar. Der hat hier auch ein wenig mehr Ladevolumen als die andere. Oh, moin. Moin. Huhu. So, hier warte ich mal eben auf. Kann natürlich auch Mülltonnen mit in den Shop reinschmeißen. Ja, ich finde schon gut, dass die Karte funktioniert. Das freut mich auch. Was? Ja, man fragt, was das sowas soll. Hm? Welche Karte? Ein Serverman. So, Sepp. Hier, komm ran. Mach mal eben voll. Bleib stehen, ich kann es besser wenden. Den Fliesenboden, den man aus den Häusern in der Stadt kennt, den kann man so reinpacken. Da kann man sich einiges als Gimmicks halt überlegen, ne? Irgendwelche Spiele oder so. Ja. Jetzt kann er los, Sepp! Bist du gerade in 7 Days Online, Jens? Nein, ich bin gerade auf dem Server-Manager. Okay. Bist du leer? Ja. Beten wird kann ich noch. Oh, ich bring weg. Was schall der Geiz. Kannst du mir dann mal sagen, wie viel wir schon haben? Jo. Ey, das US-Kennzeichen. Das ist ja cool. Was? US-Kennzeichen? Wer jo. Ist das denn? Der Fortuna. Ja, sehr gut. Fortuna? Anhänger. Bei LS. Was für eine Marke? Fortuna halt. Ist Fortuna? Okay. Jo, schön die Rüben weg. Wir brauchen den neuen Mähdrescher. Das nützt nix. So viel neue Sachen heute gekriegt. Ich kann stolz auf den Glas anherben, ne? Der ist ja schick. Ja, Glas allgemein ist schick. Das Design davon. Kannst du nichts gegen sagen. So, dessen haben wir. Wir haben jetzt 65.753. Oh, das wäre ein... Da kriegst du einen Drescher zusammen, sagst du was? Denke. Wenn ich mal einen Preiskatalog angucke. Also ich sollte hier Crossbow und Bolzen einpacken, ne? Genau, den Rest muss man sich selber machen, aber Armbrust und so würde ich als zum Kaufen machen halt, ne? Das ist so, das ist ein gutes Mittelding halt, ne? Dann hat man immer noch genug zu tun, sich die richtigen Sachen zu holen. Ja, da geht man zumindest dann auch mal los und sammelt, ne? Genau, so auch diese Munition, weiß ich, gibt es auch verschiedene Pfeile halt, glaube ich, ne? Ich würde nur die Anfangspfeile reinpacken. Ja, genau. Es gibt nur die normalen Bolts hier. Achso, okay. Auszählen. Alles klar. Ich glaube, man kann es wahrscheinlich auch, über die Item-ID rausfinden, aber jetzt gerade hier finde ich nur... Ich bin da schon gespannt, was mit den Events und sowas alles losgeht. Das ist bestimmt... Ha, geile Nummer. Wie viel passt bei dir im Hänger rein? 33.000. 33.000? Da fahre ich mal noch eine kleine Runde. Oh, da lässt du ein paar stehen, die guten Rüben. Ja, wenn dann alles läuft von mir, das können wir nachher dann Dings loslegen, zusammen einen Ort suchen.
Und dann baue ich halt nur erstmal so die Grundmauer noch nicht, sondern einfach nur erstmal Kiste sammeln, Futter und sowas. Dann kann man Nina dann da erst dann loslegen. Ich denke mal, es wird sie nicht stören. Elbi, denen ist das eh egal, Hauptsache der kann tief buddeln und Gefängnis bauen. Ihr macht einen eigenen Server? Jo, der steht schon. Ach, stimmt, ich weiß es ja gar nicht. Ja, wir machen einen eigenen Server. Nein, ich weiß es nicht. Aber mit irgendwie haben wir eins und eins zusammenzählen können gerade. Mit dem gleichen Server-Mod, wie auch Verdict hatte. Okay. Also sprich auch mit Zombie-Coins etc. Nur umfangreicher halt. Also wir sind nur machen wir da ein bisschen mehr raus aus dem Ding. Okay. Für wie viel soll ich dann den Dings reinpacken? Die Crossbow? Oh, ich kenne das Verhältnis leider überhaupt gar nicht. Ich habe das ja nicht so viel benutzt, ist die Schwierigkeit jetzt für mich, ne? Das ist in Abhängigkeit davon, das können wir sonst wirklich mit allen besprechen, wenn ihr da ist. Ich glaube, die kennt die Preise auch ganz gut. Also ich kenne es leider gar nicht. Können wir mal kurz bei Verdict gucken, was die dafür veranschlagt haben. Das ist ja in Abhängigkeit davon, wie viel wir kriegen halt, ne? Ich glaube, das ist gleich eingestellt im Moment. Also geplant ist gerade, die halt mit Events und alles selber zu machen. Da wir gestern ja so eine Röhre geguckt haben, haben wir gesagt, bei so einer größeren Gruppe brauchen wir einfach selber die Möglichkeit, so einen Server zu steuern. Die Idee ist jetzt halt erstmal einen 20-Platz-Server zu machen. So, wir haben gerechnet, so 7-8 Leute sind von uns. So, der Rest wird sich durch den Stream dann oder wann füllen. Gerade wenn wir da ein bisschen was Besonderes mit Events draus machen. Und da gibt es echt etliche Möglichkeiten, was man machen kann. Auch über Internetseite, die Player-Map funktioniert bei uns und alles. Das hat Jens schon alles fertig gemacht. Offizieller Start soll morgen sein. Ja, klar, du kannst ja 1000 Sachen einfach lassen. Und zur Belohnung wirfst du denjenigen eine Kiste vor die Füße mit Sachen drin. Oder wir haben gesagt, zum Beispiel in den Shop kommen Sachen teuer rein, die man sonst gar nicht kriegen kann. Zum Beispiel eine Toilette oder sowas, so kleine Gimmicks halt, ne? Wo die Leute sagen können, hier, ich kann man nicht bauen. Aber, oder den großen Fernseher zum Beispiel hat er denn beim Zombie-Kloppen gewonnen oder sowas halt, ne? Dann kann er sagen, irgendwo, du hast nur so einen kleinen Fernseher, guck mal, ich habe einen großen. Wo ist den denn her? Ja, den habe ich gewonnen, den kriegst du so nicht. Weißt du, dann haben die Leute Sachen. Ich wollte das haben. Ja, das aber. Die können wir in den Shop reinsetzen, die Sachen. Ach so. Und dann kann man sich Toiletten kaufen und sowas halt zum Beispiel. Dann haben die Leute wieder Sinn, da drin online zu sein oder Events mitzumachen oder Zombies zu killen. Einfach nur, weil sie dann Sachen kriegen, die sie sonst nicht kriegen würden halt. Ne? Mhm. Anreiz halt und so. Deswegen haben wir gesagt, wir machen erstmal 20 Leute mit Passwort den Server. Die müssen sich holen. Wir richten den Teamspeak, wie du vielleicht siehst, hat Nina schon angefangen einzurichten. Wir machen erstmal 20, weil das Teamspeak ist 25 Platz groß. Das reicht also auch erstmal aus. So, und wenn das denn nachher mehr werden sollte oder größer werden sollte, machen wir uns dann Gedanken. Aber ich denke mal, dauerhaft, wenn du dauerhaft den Server voll haben solltest, das ist ja auch schon eine Herausforderung, 20 Leute darauf spielen zu haben, ne? So, wenn einer sagt, er hat keinen Bock mehr, kann man sich einen neuen wieder reinholen. Also du kannst halt ja so eine super Serverstellung jetzt gewinnen mit 7 Days, ne? Wenn du die Leute beschäftigst und das ist wie mit Armor halt, ne? Wo wir alles live hatten. Wenn du Sachen hast, die kein anderer hat oder erst hast und das in einer guten Community, wo man wirklich mit Spaß zusammen spielt, dann wirst du den Server voll kriegen. Und wenn der Server voll ist, dann haben alle wieder Spaß halt, ne? So, und das ist, wir haben halt nach gestern gesagt, oder weil wir hatten nichts gegen die Leute, lieb und nett alle, überhaupt kein Thema, aber halt als so eine große Gruppe wie wir und wir sowas machen wollen, das haben wir gestern zusammen abgestimmt, wollen wir was machen oder wollen wir es nicht machen, weil ja auch einer wie Jens jetzt zum Beispiel Lust haben muss, sich um diese Sachen und Scripts und so zu kümmern, ne, dann läuft das und als Gruppe können wir es halt sehr gut aufbauen, denke ich. Ja, definitiv. So, und dann machen wir hier einen 7-Day-Channel, da können dann die rein, die hier schnacken. Wir haben noch teils andere Channels, weil du kannst ja nicht mit 20 Leuten einen Channel sein im Stream. Das ist halt irgendwie, dann geht halt gewisses unter, weil dieses Stream-Projekt sollte schon Strong Company bleiben, unsere Gruppe halt, die Alteingesessene. Wie wir es abgemacht hatten, ne, das bleibt für uns so halt, ne? So, aber die Neuen sollen ja trotzdem eine Möglichkeit haben, auch in Teamspeak zu sein. Habe ich erst überlegt, ob ich mit hier Onkel Ösi schnack, ob ich denen einen Obolus gebe, dass der uns da was gibt wieder. Aber letztendlich haben wir gesagt, warum? 25 Platz Teamspeak reicht erstmal, ne? Wenn wir den Server vergrößern sollten, können wir immer noch reagieren und was anderes machen, ne? Das Ding kostet, keine Ahnung, 16 Euro jetzt der Server, irgendwie mit 20 Platz. Schmeißen wir alle zusammen.
oder die sich daran beteiligen wollen, ist alles gestern schon abgestimmt worden, gestern Abend. Warte mal, lass mich das Ding erst schnell noch abmieten. Okay. Und man hat halt wirklich extrem viele, also ich habe mich echt erschreckt, man hat hier wirklich extrem viele Einstellungsmöglichkeiten. Wann habt ihr das gestern beschlossen? War ich da? Ja. Nein. Echt nicht? Nein, der war so nicht. Da. Nicht. Achso. Das war immer gestern Abend. Da ist sie gerade schlafen gegangen und dann hatten wir die Idee gehabt. Ich suche einen Multiplayer-Partner. Ja, du, also das. Wir jetzt noch nicht aktiv. Wir sind gerade bei LS zu dritt an Gange. Wird aber auf Dauer wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass wir überlegen, dann Public-Server zu machen, dass da noch 2-3 Leute oder so mitspielen können, zusammen vernünftig. Aber wir haben jetzt gerade erstmal dieses 7-Days-Projekt, deswegen das werden wir jetzt erstmal aufbauen und dann werden wir mit LS weitermachen. Das heißt, wenn du dann mal Bock hast mitzuspielen oder so, auch da werden wir dann sicherlich einen Weg finden, wenn du Lust hast. Ja, definitiv. Ja, das wird eine schöne Community sich aufbauen lassen, ne? Ja, wir waren vorhin auf unserem Server schon so ein bisschen am Probespielen, haben uns das so angeguckt, Schwierigkeitsgradmäßig und alles, ne? Und dann Schurma war auch schon gleich mit, der wollte gerne mitkommen auf den neuen Server. Der hat die Daten auch schon alles gekriegt und dann wollen wir mal sehen. Wie das lobt als, ne? Strong Company ist wieder am Werk. Wir haben wieder ein Projekt. Ich glaube, das Wort auch Zeit. Langweilt euch zu viel, macht zu viel Blödsinn dann. Also, ach, super. Was? Ich fahr schon mal da hinten hin, ich warte schon mal. Jo. Meinst du, es könnte denn schon reichen, das eine Feld hier? Das sind doch bestimmt jetzt über 100.000 Liter, ne? Tonnen. Ja, das habe ich jetzt, also ich, wie soll ich sagen, ich weiß nicht genau. Bestimmt. Ich hole noch hier schnell die hier ein. Also ja, mal eben so reinschütten und dann gucke ich mal eben. Und das Schöne ist, man kann noch nicht mal Unfug mit seinen Modrichten treiben. Achso, und Kati, wir machen das wirklich so. Alles gelockt. Wir bauen, das ist super. Siehst du, und wir machen halt auch einen Knast, ne? Also, ey, wir sollen einen Knast bauen, da kommt der Spawnpunkt hin und wenn einer da meint, Blödsinn machen zu müssen, PvP oder so, dann kommt der wirklich in den Knast, ne? Ja, da bauen wir richtig einen Knast von Elbi. Elbi, du weißt ja, wenn der baut, dann baut er. Ja. Und da kommen die denn rein. Automatisch werden die dahin gespawnt. Deswegen, und das Schöne wir können ihm Bedrock in die Tasche packen. Also, und kaputt, da muss dann erstmal einer versuchen, da rauszukommen. Also wir haben halt wirklich dieses Tool mal uns angeguckt und gesehen, man kann halt wesentlich mehr machen, als die damit machen. Und wir wollen das wirklich mal alles nutzen und gucken, dass wir ja das umsetzen, was wir wirklich vorhatten. Ne? Wirklich ein Server, wo man mal langlaufen kann und irgendwelche Sachen sieht. Hier eine kleine Stadt, da ein kleines Dorf. Hier baut einer, da baut einer. So, ne? Entweder tun die sich zusammen oder nicht. So nach dem Motto, ne? Projekt Stadt bleibt natürlich, aber wenn dann immer mehr dazu kommen, die können ja ein zweites Dorf dann noch anlegen. Man muss ja nicht alle auf einen Haufen sitzen, ne? So, einfach mal gucken, was draus wird. Bauen wir dann wenigstens noch zusammen so eine, weißt du, Strong Company Dörfchen und so? Was ist, wir ich sag mal, das Strong Company Ding bleibt unberührt. Das ist unser Ding, das bleibt auch so halt, ne? Gut, weil so, wenn nämlich Zombies an mir kommen und so, würde ich eigentlich schon nach Hilfe schreien und Hilfe. Kannst du. Also das Spielerische bleibt ja unverändert. Genau, das Spielerische bleibt ja unverändert, ne? Und cool finde ich auch die Möglichkeit, es gibt ein Ingame-Wiki.